Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal was ganz Spezielles, was Besonderes. Eine Zippo-Sammlung vom Schwiegervater in Spee. Ja, Zippos. Ein Messer, zwei Messer und Uhren. Uhren, Taschenuhren, Wahnsinn. Okay. Wer faucht denn da? Okay, gehen wir über zu den Zippos. Da wollen wir erstmal bleiben. Bis gleich. Mal. So. Hier haben wir eins, Stücke gehen raus. das ist kein Original, das ist kein Zippo, das ist ein Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Englang. Die machen halt auch die nach. Hat sogar Sound. Ja, das ist das. Und da findest du fast keinen Unterschied mehr. Gell? Deswegen habe ich die dann auch damit in Bezug zu den Zippos. Und weil es schöne Motive waren. Gell? Mhm. Wie zum Beispiel der Adler ist ein schönes Motiv. Das ist auch kein Original-Zippo. Sind halt Original-Zippo-Ständer? Ja, die ganze kaufen. eBay. Was ein bisschen verloren geht bei den. Hier mit Adler. Schön. Was ein bisschen verloren geht mit den. Mit diesen Platinen da drauf und den ganzen Sachen, das ist der Klang vom Zippo. Also die meisten hier mit so Bildchen oder so, das sind jetzt nicht die Originalen. Zum Beispiel das oder das und das. Nee, mit dem Motorrad. Es ist selten, dass die dann so ein Originalbild, also so ein Fotografiebild haben oder so ein gemaltes Bild haben. Lieder zum Beispiel ist ja von der Sarah, die hat mir das machen lassen, hörst du rechts noch am Klang. Ja. Was ist das für eins? Das ist ein Zippo. Für den besten Oboe auf der ganzen Welt. Ist richtig, das eingelasert. Von meinem Frauchen für ihren Opa. Vater, Entschuldigung. Weil das hatten die Kinder mir dann geschenkt gehabt. Ja. Jetzt ist leider meine Brille nicht dabei. Sonst könnte ich ja mal drauf gucken. L17. 2017 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Also, Dezember 2017 ist das Zippo ja, gemacht worden. Weihnachten gekriegt. Dann hier das mit dem Biker, das hatten wir schon. Hier das mit dem Tiger, ist auch sehr schön. American Eagle, das ist von Atomic. Und das ist auch wieder so nachgemacht. Deswegen kannst du die fast gar nicht mehr unterscheiden. Ja, die, wenn ich nicht so 5, 6 nachgemachte hätte, ja. Wüsste ich mir selber gar nicht mehr, welche die waren. Da ist wieder noch ein Zippo. Ups. Und der mit dem Tigerkopf, der ist auch sehr schön. Ja. Ja. Zack. Dieser Klang, der kommt hiervon. Dass diese kleine Feder, die das Feuerzeug offen und zu hält, ne? Das kommt davon. Hier auch so ein schönes mit blinkenden Augen. Mit blinkenden Augen? Ein Drachenkopf. Aha. Da ist ein Steinchen drin, ne? Mhm. Original Zippo. Unbenutzt, wie man sieht. Die sind alle unbenutzt. Ich hatte ja mit dem Rauchen aufgehört. Aha. 2012. Meile war. Da kann man also. Da wird nicht geflippt und aufgemacht. Oh, das ist. Wir hätten das gemacht. Das ist nämlich nicht original, das ist beim 3D-Drucker gemacht worden. Das kann sein. Die haben mal über eBay gekauft, die Aha. Dinger da. Zippo-Ständer wahrscheinlich, aha. Zippo. Feueradler. Phoenix ist das. Ein Phoenix.
2015. Auch hier sehr schön, hey, mit dem Wolf. Schön 3D. Mhm. Lässt sich gut anfassen. Und dann ein 3D kannst du mal zum Vergleich. Ein Moment, 3D nach. Mal gerade gucken. Das ist 2012. Woher? eBay Kleinanzeigen oder damals selber noch irgendwo das gekauft? eBay Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen. Der Mann weiß noch, wo er die mal gekauft hat. Wow. Und dann jetzt hier zum Vergleich ein 3D-Feuerzeug No-Name. No-Name 3D? Also nicht No-Name, heißt ja, ja, Champ, klar. Aber ist kein Zipbook. Ja. Also hier Champ. Ist mir aber bekannt. Die gab es in den 80ern schon in den Tabakwarenläden. Und hier kommt jetzt mein allererstes Zippo. Ich glaube, die werden sogar drauf verklagt, wenn irgendeine Firma, die natürlich greifbar ist, außer den Asiaten, wenn die sagen wir mal so ein Zippo nachbauen und die haben den Klang, den Originalklang vom Zippo nachgeäfft, das geht ja. Dann kriegen die Ärger. Und das hier ist mein erstes Zippo. Das erste da Zippo. Da habe ich noch geraucht. Das mein first Zippo. Das hat mir meine Frau geschenkt damals. Aus dem Jahr 2000. My lover. Und hast, wann hast du aufgehört zu rauchen? 2000. Ne, 2001. Im Jahr von 9/11. Und da kann ich ja sogar noch sagen, am... wann ich aufgehört habe, wann bin ich ins Krankenhaus? Am 28.11. glaube ich. Der Klang ist einfach schön. Mhm. Ja, so noch ein Original ist auch sehr schön mit, sag ich mal zu meiner Frau, du und ich, als also, Family. Herr und Frau Wolf. Ah, da ist er, der Klang. Von meiner Frau, hat die mir dann immer zum Anlass an Geburtstagen oder an Weihnachten gekauft. Zippo mit Herz. Wow, allein die Verpackung. Allein das ist ja schon der Hammer, oder? Ti amo, je t'aime, I love you, ich liebe dich, te amo, a te pleiubliu, dann auf Chinesisch, wenn sei was, keine Ahnung. Das hier ist Russisch, a te pleiubliu, Russisch. Ja, Wahnsinn, das ist natürlich sehr schön. Und das sind dann die ersten dicken Dinger. Die ersten, ach du Heiliger. In einem Acryl, eine Acrylverpackung. Ist natürlich jetzt nichts, was man so mitnimmt. Klar. Entschuldigung fürs Gewagel, ich mache mal ein paar Fotos. Ist ja der Hammer. Wahnsinn. Kannst du dir mal sagen, wer alte oder gebrauchte Zippos hat oder so und kann das wieder schon mit anfangen, ja. Der kann dir dann uns... Die kann ich hinschicken. Ja, der kann dir ja... Jetzt repariert die dann auch. Genau, alte, gebrauchte, der repariert sie auch. Also Adresse ist natürlich bei mir im Impressum. Ich mal rausholen hier das. Mhm. Oh, mit Magnetverschluss. Das flippst du natürlich nicht auf.
Das willst du nicht aufflippen lassen? Doch, kannst du. Ja, ich würde trotzdem, ich würde das vorsichtig machen. Ein Wahnsinn. Wow. Das ist natürlich der Hammer. Mittlerweile kriegst du auch die gefakten Zippos als Gürtelschnallen. Als Gürtelschnalle? Was? Gibt es denn auch Gürtelschnallen für echte Zippos? Ja. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein gefaktes Zippo, klar. Wo haben wir ein echtes? Das war das erste, ne? Das passt auch da rein. Es fehlt aber das Stückchen Metall oder Magnet. Ein Magnetchen und da machen, dann geht das. Ich meine, das wäre ja mal eine hecke Idee, oder? Wahnsinn. Zwar, siehst du ja hier, ist unten naja. So ein kleines Ding drin, so ein kleiner Magnet. Und hier hast du dann die Ausbuchtung für die kleine Magnet. Naja, jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Da unten ist eine Magnetplatte dran, glaube ich. Mhm. Oder ist das hier das Magnet? Das kann ja. Ich weiß es doch nicht so genau, aber... Der muss auf jeden Fall so da rein, sonst... Okay, da ist das Magnet. Das ist ein kleines Industriemagnet. Mhm. Die gibt es so zu kaufen. Die könnte man im Prinzip auf jedes Zubehör da draufkleben. Und dann könnte man das wirklich in der Tat mit jedem Zippo tragen. Ah, da gibt es von Zippo original solche Gürtelschnallen? Ja. Also so viel wie ich weiß, ja. Die Hunde flippen gerade aus. Jemand mit Hund vorbei. Weil Zippo ist ja nichts anderes wie ein Sturmfeuerzeug und hatten ja damals die Soldaten im Zweiten Weltkrieg oder so, hatten die ja Zippos gehabt. Mhm. Ich lese gerade das Buch über das Zippo-Feuerzeug. Der Ursprung vom Zippo kommt aus Österreich und die hießen Hurricane. Und der Blaisel, oder wie er hieß, der die Zippos im Prinzip ins Leben rief, dessen Eltern waren Industrielle. Und der wollte aber sein eigenes Ding durchziehen und hat dann aufgehört zu studieren, ist dann irgendwo in eine Werkstatt gegangen, hat da gearbeitet, hat dann für dieses Sturmfeuerzeug den Generalvertrieb gehabt. Dem gefielen aber diverse Sachen eben nicht. Und dann hat er gesagt, gut, dann baue ich mein eigenes, hat die Patente dieser österreichischen Firma abgekauft und hat dadurch sein Imperium gegründet. Cool. Und hat bis in die 70er, der hieß dann auch Mr. Zippo, sein Imperium weitergeführt, bis er es dann halt erst an seine Töchter weitergab und jetzt machen es die Enkelkinder. Also hat er ein schönes, tolles und gutes Geschäft gemacht, also ich finde das geil. Und er hat, da sind natürlich auch ein paar Schnuggis dabei, da hinten die in dem Schaukästchen mit den Adlern, Wahnsinn. Also Zippo ist heute noch in Familienhand. Limited Edition Eagle Head. Nummer wie viel? Ich kann es nicht lesen. 325 von 1000. Das dürfte natürlich äußerst wertvoll sein. Also Wahnsinn. Also hier fehlt das hat schon der doppelte Preis, bevor er die Stadt gekauft hat. Der doppelte Preis, das mit dem gekauft habe ich für 250. Wahnsinn. Und hat jetzt schon einen doppelten Preis von 500. Dann haben wir das hier. Das ist dann... Nummer 431 von 500. Golden Lion. Wow. Und dann noch eins. Ein Phoenix. 83. von 1000. 83 von 1000. Sehr schön. Natürlich mega. Und dann hier natürlich auch wieder so ein paar gefakte Sachen. So ein Zippo-Messer. Ein Zippo-Messer? Mittlerweile kannst du Zippo verkauft auch Messer. Ernsthaft? Ja. Aber so eins konnte ich mir noch nicht leisten. Dafür habe ich mir dann so ein gefaktes gekauft. Acme United Europe GmbH. Acme kenne ich die Firma. Die haben diverse. Also, ihr seht, der Mann sammelt auch Messer. So, da hat die Aufnahme gestoppt. Also,
Das sind keine Zippo-Messer, aber die sind. Zippo macht auch Messer, mhm. Bist du sicher? Aha. Das ist natürlich von Acme. Sprich, Acme macht Messer für Camillus. Das sind Sammelmesser. Ne? Nicht unbedingt Messer, die man benutzt, sondern die sind halt, weil einem das Design gefällt, sag mal, weil es Adler, weil da Adler drauf sind oder wie bei dem hier ein Wolf. Ja? Feder unterstützt. Ich kann jetzt aufgrund der Lichtverhältnisse nicht unbedingt gucken, ob die Kugeln gelagert sind. Ich glaube aber nicht. Macht aber bei diesen Messern eigentlich überhaupt nichts aus. Weil die sind einfach. Es geht ja jetzt nicht um den Gebrauch, sondern mehr um Anschauen. Ja? Ums Anschauen, genau. Aber Deep Carry Pocket Clip. Das heißt, dass du die in die Hosentasche reinsteckst und da guckt halt oben nicht mehr so viel raus. Und wenn es keine gute Idee, sowas mitzuschleppen. Ne? Wie gesagt, Einhandöffnung unverriegelt ist verboten, Paragraph 42a. Wissen wir Bescheid. So, ich mache hier das. Das hatte ich. Ich muss schon mal langsam wieder einräumen. Ja. Dann kriegen wir auch das Platz. Hatte ich noch nicht gezeigt. Ja. Nummer 513 von 2500 mit Acrylständer. Mit Volltreffer. Volltreffer. Mit Acrylständer und Magnetverschluss. Ja. Sehr schön. Welches Modell ist das hier? Weiß man nicht so genau. Aber sehr schön gemacht. Das ist natürlich auch ein originales. Gell? Ja, klar. Und das wird demnächst noch mehr. Dann können wir uns ja wieder. Noch mehr? Ja, ich habe die Sammlung noch nicht aufgegeben. Dann kommt noch mehr dazu. Bei mir auch. Ich bin jetzt bei Nummer 8. Nummer 9 habe ich jetzt bestellt. Ja, jeder fängt immer an. Ja, und das ist auch wie so eine Sucht. Ne? Sehr vorsichtig, wie gesagt, das sind. Welche, die man zwar benutzen kann, aber nicht unbedingt muss oder sollte. Weil die sind halt so ein Stück Kunst. Ne? Also wie gesagt, Original-Zibus kriegst du auch als Messer, so ist es noch nicht. Aber die konnte ich mir momentan nicht leisten. Oder? Mhm. Hat man schon mal, ne? Dass man sich alles kaufen kann, was man gerne hätte. Obwohl, es wird dann immer ein bisschen schwierig. Aber die füllen dann die Lücke aus und werden dann eher durch ein Originales dann ersetzt. Da haben sie das bei den Steinern ein bisschen uncool gemacht. Ja, da hätten sie noch was machen sollen. Oder man klebt da unten so ein doppelseitiges Klebeband rein und dann. Ja, das war eine Idee. Das sind hier Ständer, die sind 3D gedruckt. Das ist Wahnsinn. Und die bei eBay gekauft. Ja. 3D gedruckte Zippo-Ständer. Das Original, das hört man. Nee, hört man nicht. Die haben den Klang nachgemacht, ein Zorro. Wahnsinn. Ja, hätte ich gedacht, das wäre ein Zippo. Ja, wie gesagt, es gibt da Profis drin, die machen das richtig. Da findest du fast keinen Unterschied mehr zwischen Original und auch ein Zorro. Getürkt. Da kriegst du irgendwann kriegt man für sowas eine Anzeige, wenn man sagt, das ist getürkt. Ne? Zigeunersoße, was gibt's da noch alles? Ja, obwohl das ja alles nicht böse gemeint ist. Nee, nee. Was sind so noch die Umgangssprachen von früher? Ja, das hat er doch getürkt. Ja, da ist jetzt die Verpackung im Stil vom Zippo. Ist das auch eine Limited Edition? Ja. Das ist so eine Art extra Anfertigung, die habe ich gemacht gleich für meinen Geburtstag. Aha. Wow. Das ist so ein bisschen, das müsste Perlmutt sein. Ja, das ist auch Perlmutt und dann in Acryl gegossen. Sieht man jetzt leider so vor der Kamera nicht, aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, wie sich die Farben darin ändern. Ja? Hammer. Also das ist ein schönes Hobby, die Zippo-Sammlung. Mhm.
Und ich kann dazu sagen, jetzt sind gesammelt oder so, das ist alles eine Wertsteigerung mit der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das eine ist ja schon um das Doppelte von dem, was ich bezahlt habe, wo ich gekauft habe. Wahnsinn. Wenn der gewusst hätte, was der damit wirklich ins Leben ruft. Für eine Knete macht, ja. Ja, aber das hat, das fing an mit diesen Special Editions in, ich glaube, in den 30ern oder 40ern. Späten oder Anfang 40er, da war eine Versicherung, die hatte 300 Stück mit den Emblemen ihrer Firma begonnen. Und dann fing das damit an, dass das Sammlerstücke wurden. Also ich finde es cool. Schöne, schöne Sache hier mit den Zippos. Und für uns Männer bestimmt. Nicht nur für Männer. Das beste Hobby. Ja, wer hat mich denn damit angefixt? Das war Sarah. Und zwar mit diesem schwarzen, ich weiß nicht welche, das hat sie von dir bekommen. Mhm. Das, Was war nochmal da drauf? Ich weiß es, ist nicht mehr erkennbar. Es ist auf jeden Fall aus dem Jahr 2011. So, das war mal so Schwiegervater in Spes Zippo-Sammlung. Und auch Benzinfeuerzeuge anderer Firmen. Ja, das sind dann halt so, einfach weil man sie toll findet. Wie zum Beispiel hier so ein Panda mit Rosen, ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das hat keinen Wert. Das sind nur Anschauobjekte. Ja, das ist, hier solche Feuerzeuge gab es ja viel in den 70ern und 80ern. Die bekamst du für 5 Mark. Es gibt auch sogenannte Tabakmesser, die sehen so ein bisschen aus wie ein, also Tabakmesser, so heißen die nachgemachten Buck-110-Messer. Die bekamst du für 5 Mark, wie auch zum Beispiel Springmesser im Bundeswehr-Look mit der Deutschlandfahne drauf. Für 5 Mark im Tabak. Jetzt mittlerweile kriegst du hier auch die nachgemachten Zippos für 3,95 € im Tabakshop am Bahnhof. Also da habe ich immer gesagt, da hole ich mir immer eins. Das hier ist mal eine coole Idee. Coole Sache. Und das massiv, was hat her? Nicht eBay, von Wish. Wish? Du kriegst auch hier so ein Zippo, also nachgemachtes Zippo als Messer. Ja. Das dich dann hier so eingegossen hier drin und dann kannst du das hier rausziehen, dann hast du ein originales Messer in der Hand. Also wenn dich einer jetzt, wenn du jetzt irgendwo hin musst und du darfst keine Waffe tragen, ist das doch optimal. Naja, wenn du dann erwischt wirst, hast du nicht Probleme. Waffenverbotszone und so, dann wird es eng. Arschkarte gezogen. Dann hast du die Arschkarte gezogen. Sehr schlecht, da das eine Waffe ist oder beziehungsweise ein Messer ist. Der Mann weiß Bescheid, weil der war früher bei der Justiz. Bei der Justiz. Als Sicherheitsbeamter. Ja. Mit Dienst an der Waffe? Ja. Sehr gut. So, jetzt sind wir aber durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank an den Hans-Peter, auch genannt der HP. Sarahs Papa. So, tschüss mal die Uhr, schwenk du. Tschüss ab und schwenk die Kapp. Mach die Uhr, nee. Schwenk du. Tschüss mal die Uhr, schwenk du. Tschüss mal besser, schwenket Messer. Ja. Okay, ade.